Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Glaub, wir haben hier noch ein Gespräch, ne? Sable Isole, isn't that... It's a city devoted to the research of Kreas art. Sharia, what's wrong? When we visited Sable Isole, people were trying to keep the Rakagong from being killed. Is that right? Hmm, interesting. Then I assume that must have been when you were all swallowed by the Rakagong. Stop it! Please, don't ever bring that up again! Excuse me, did I say something wrong? Okay, what are you not telling me? Okay, Entschuldigung, darf ich jetzt einmal kurz? So, jetzt geht alles wieder. Wir können jetzt... Was können wir jetzt machen? Wir müssen jetzt weiterreisen. Das tun wir auch mal. Oder können wir vielleicht ein paar Side-Stories machen? Naja, wir reisen noch ein bisschen. Vielleicht können wir auf dem Weg noch ein paar Side-Stories finden. Ein paar müssten wir dann bald auch machen können. Die sehr geil sind. Ich gehe auch mal so einen ganzen Weg hier. Weil ich kann auch ein bisschen auch kämpfen und kann wieder so eingewöhnen in das Kampfsystem. So. Oh, Ignition! So eine geile Attacke. Ja. Ich hab grad was gegessen noch. Ich wollte eigentlich sofort aufnehmen, hab noch grad was so gegessen. Wieder mal Cordon Bleu mit Pommes. Mh, lecker, lecker. Ja, ich hab mit ihm gewechselt. Ist man bei mir buggy? Ach, schönes Ding. Ich bin auch gerade am Hochladen. Ich glaube, ich lade Part 63, 64, 65 hoch. Und ja, ey, das ist einfach geil, gerade wieder so aufzunehmen zu können. Tut mir wirklich leid für diesen Huster. Das ist unprofessionell bei mir, aber gerade habe ich so derbe Kratzen im Hals. Das bemerke ich natürlich gerade, wenn ich es aufnehme, ne? ja, warte mal. Was sagt die? Weit und breit nichts als Sand. Ich vermisse wirklich das Plätschern der Brunnen von Julibert. Okay. Strada Kaktus. Ah, cool. Kämpfen ist immer gut. Ich will mal gleich mal meine Artis sehen, weil ich bin ja noch nebenbei. Wenn ich die Gegner mache, halt, muss ich die Artis immer wieder einsetzen, ne? Damit ich sie hoch trainiere, Titel bekomme und ja. Dass ich irgendwann halt alle Titel im gesamten Game habe. Ja, wir haben sogar Profi-Schrubber gemeistert. Schön, dann haben wir wieder viele Stats bekommen. Artis, so. Stahlbrecher müssen wir, glaube ich, ne? Mal gucken. Lotus Stahlbrecher, ja. Und dann halt noch das Lotus Aureole. Abgrundsiegel. Mondlichtkreis. Verderbnisblüte und Blitz, ne? Ja, Blitz. Ja, okay. Na, ja, Blitz wird halt nervig, weil da ist so eine schwache Attacke und die lohnt es eigentlich nicht mal zu machen, ey. Warte mal, wenn wir dann da alle haben, muss ich kurz noch mal gucken. Da müssen wir noch ein paar hier dieser A-Artis machen. Grabklinge, Drachensturm, Himmelszorn, dann noch zwei Unbekannte und dann noch Eisdrachentanz. Oh, es waren ja die Beschissen, die man nur halt mit gedrückt halt machen kann in eine Combo. Oh Gott. Das wird blöd. Ich nehme meinen Gegner machen hier. So schön.
No one can stand before my blade. Ich habe mal so eine spezielle Frage. Habt ihr schon mal andere Tales of Games so gespielt, außer halt Tales of Greatest F? Wenn oder wenn ihr überhaupt das gespielt habt, ne? Ah. Hey Pascal, how does that device work? The one Poisson gave you. It's got some kind of mechanical bird that pops out and flies back to Poisson. Did you see this thing, Captain? It's really something. Hmm. Ah, I guess you're still worried about that letter, huh? Yes. What if the president refuses to accept the chancellor's word? The captain is all worried. Stop. Seems to be aging rapidly. Stop. And send. Bye-bye. Wow. Look at it soar through the sky. You guys should be nicer to the captain. Just because he's worrying all the time doesn't mean he's getting old. Well, one thing is for certain. I'm not too old to take you young whelps over my knee. Cool. Ich liebe die Gespräche. Ja, da müssen wir auch hin, ne? Warte, ich glaube, ich erinnere mich, was wir jetzt machen müssen, oder? Oh, wir können hier wieder Karten spielen mit den Typen da, aber... Nein, danke. Nee, danke. Okay. Dualisieren. Oh Gott, das gibt's ja auch noch. Ich kann Pudding mit was Neuem verbinden. Kürbis. Nee. Okay. Oh, das ist nett. Das ist nett. 3000 Punkte. Wow. Aber die Punkte brauchst du eigentlich nicht, nur halt im Notfall, wenn. Du kannst hier irgendwie was. Drachenschuppe mit schwarzer Ring. Ja, das ist gut. Harte Schuppe, da bekommen wir das Rüschen, Halskette. Eins kann ich glaube ich machen. Kann die Lederrüstung verbessern. Aber nee, ich glaube, stimmt, das habe ich so gemacht, weil ich glaube, ich kann daraus auch die besten Rüstungen machen. Glaube ich. Ja, Rüschen halt. Zweimal. Ja, machen wir mal. Gewinn. Unter Wasserkristall habe ich schon. Nee. Trank des Lebens. Jo. Machen wir es zweimal. Können wir noch zwei aufsammeln, wenn irgendwo Kistenwäsche sind? Okay, das geht nicht mehr. Geht auch nicht mehr. Nee. Na okay. Kann bei dir noch irgendwas kaufen? Hast du irgendwelche coolen Lebensmittel? Nö. Oder du vielleicht? Irgendwas so? Kann auch was verkaufen bestimmt, ne? Wer jedes Item mindestens einmal haben, den Rest verkaufst du? Ja. Ja. Hat es Ringe? So ein paar Stück? Nö. Ist nur wieder Materialien. Ja, okay. Alle Mixer laden. Auch gut. Kann ich meine Rüstung? Ach ja, das. Hab grad keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Hört sich gut an. Ich nehme dann die beiden. I don't know. Nehmen die beiden einfach. Einfach hier dann die Waffen wieder verbessern. Das war jetzt Sharia und Hubert. Okay,
Okay, Sharia. Sharia braucht das mit Magie, glaube ich. Nee, 2, nee. Plastik 3, nee. Cool hat 4. Na? Eine Option. Bedestig, das stimmt. Nee. Güte, glaube ich, oder? Nein. Nö, dann nehme ich mal einfach Geist plus 4, cool. Ja, also gut an für die. So, Hubert, du bekommst einfach Hart, bringt er so viel. Dornik ist schon sehr gut für ihn gerade. Kannst du auch ein bisschen auf Magie gehen? Ein bisschen Magie macht er ja auch, also. Ja, komm, mach mal. Wo finden wir schon Dornik? Hallo? So, da nehmen wir einfach. Dornik. Super. Magisch. Ja, nehme ich. Magieverteilung ist auch sehr wichtig. Hart. Ja, cool. Nobel. Famos. Antik war, glaube ich, sehr schwach, ja. Höflich. Viel ausweisen. Ja, wieso nicht mal? Warum ist denn so querbeet alles? Du noch ein paar bestimmten Sachen holt. Ich glaube derb. Oder derb? Ja. Grundsolide. 4-4. Okay. Das haben wir geladen, das haben wir geladen. Können wir es eigentlich auf die Kristalle verkaufen? Ah, die verkaufe ich noch nicht. Ich will erstmal sehen, wie ich das so gebaut habe alles. Weil ich habe darüber so keinen Plan gerade mehr. So, aber ich glaube, wir müssen jetzt da lang gehen hier. Ah, die Truhe muss ja auch noch öffnen. Ist voll vergessen. Na, ah, eine Cutscene. Mr. President? Ah, excellent. You've returned from your Fendel excursion. We came here as soon as we could. Mr. President, we have a personal letter for you from Chancellor Eigen. Hmm, I see. So King Richard is involved with the incident at World's Eye. I'm sorry, Mr. President. We weren't strong enough to stop him. Don't apologize. This matter goes far beyond mere strength of arms. It's time for the people of this world to come together and face their common enemy. And it seems Chancellor Eigen feels the same. We had a second reason for coming to Sable Isole, sir. We're searching for the lost archive of the Amarcians. Lost archive? Yes, sir. The Overseer said we would find it here. We thought it might be located in the research tower. And this archive contains information that will help in our struggle against King Richard. We believe so, sir. We discovered ruins in the deepest part of the tower that appear to be of Amarcian origin. However, they are protected by a series of complex security mechanisms, so we have been unable to examine them closely. Security mechanisms, huh? I might be able to jigger them open, but I won't know until I try. Mr. President, will you allow us to investigate these ruins? Yes, of course. The tower is yours. However, as this is a matter of state security, I must insist that we accompany you. Is this acceptable? Of course, Mr. President. Okay.
sorry, Captain. Please, don't worry. The fault is mine. But how did you know it was me who bumped into you? Your body is rugged. I knew right away. Can you recognize everyone that way? Yes, except everyone is different. But I know when they're around by their scent, their voice, and the sound of their footsteps. Oh, how do you know it's me, Sophie? Perhaps when you're around, Sophie feels an instinctual urge to run away. Oh, that's totally not true. No, of course not. You're always very warm to everyone, Pascal. So even when you're far away, I know it's you. Sophie! Pascal? Well, it's a good thing Sophie can't see you now. Shut up, Captain! Wie süß. Ich guck mir doch kurz mal hier um, ob es hier eine Nebenmission gibt. Weil ich habe nicht mehr allzu viel Zeit in diesem Part hier. Anfragen ansehen. Als ich vor 7 Jahren Baron verlassen musste, habe ich ein Bild in mein Haus vergessen. Können mir das jemand bringen? Oh, die geht doch, die Nebenmission. Ah. Baroma. Nehmen wir noch ein bisschen Story. Dann reisen wir viel rum. Ja, dann sag ich mal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieser Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ich sag doch mal, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Nauar Magi.